heißt Alex Haug. Heute geht es mal ganz kurz darum, wie ich bei Google für meine Knowledge Card oder mein Google Business Account, Google My Business Account hieß das früher, das stellt sich gerade alles um, jetzt neuerdings einen Bearbeiter oder Administrator anlege. Ich gehe hier auf die drei Punkte, Einstellung für das Unternehmensprofil. Dann finde ich hier schon in der ersten Spalte Administratoren. Bei mir sind es jetzt 4 Accounts angemeldet. Man geht hier auf die E-Mail-Adresse, der man das zuweisen möchte und kann dann hier angeben Inhaber oder Administrator. Bearbeiterrolle gibt es gar nicht mehr. Und dann wird dann eine Mail geschickt, die muss dann beantwortet werden und sobald die beantwortet ist, ist derjenige Bearbeiter, also Administrator oder Inhaber. Inhaber sollte der wirkliche Inhaber eines Unternehmens sein, aus meiner Sicht, und nicht die Agentur. Aber dazu auch vielleicht nochmal ein anderes Video. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat was gebracht. Schaut bei mir auf dem Kanal vorbei, gebt mir ein Abo und einen Kommentar, wenn ihr was nicht verstanden habt. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Ciao!